Ich habe 900 Abonnenten geknackt. 900. Ey, überlegt mal. 900, das ist so viele Menschen. Unglaublich. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. 900 Menschen, also es ist so viel für mich. Für die Szene natürlich klein, ne? Für die YouTube-Bubble ultra wenig. Für mich super viel, weil überlegt mal, 900 Menschen, die würden jetzt hier vorm Haus stehen, weil in eine Wohnung passen die nicht rein. Wie viele das wirklich sind und manche sind ja schon Jahre dabei. Ich liebe den Kontakt, ihr schreibt mir ja auch bei Instagram. Da heiße ich genauso wie hier. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich nehme euch mit durch meinen Tag. Wir haben Mittwoch. Heute ist auch das letzte Mal Kinderturnen vor den Ferien. Ich bin sehr gespannt, wie viele wirklich kommen. Es haben genug zugesagt, dass es stattfinden kann. Aber meistens sagen Eltern nochmal ab oder gar nicht und kommen einfach nicht. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele im Endeffekt wir sind. Genau, Kevin hat mir gerade geschrieben, ich soll mal noch mal eine Cola holen. Wahrscheinlich hat er Kreislaufprobleme. Genau, das heißt, in den Kaufland will ich jetzt gerade nicht reingehen und die Cola holen. Läuft man so lange? Ich fahre jetzt einmal runter vom Kaufland und nehme den Getränkemarkt. Ja, und hol da schnell. Also ja, da geht's fixer. Ja. So, beeilen wir uns und dann kann ich zur Kita. Kinder sind drüben bei Kevin. Hier sind noch die Sachen vom Fußball drin. Die hole ich jetzt raus und packe die Turnsachen rein. Da ist die Tasche gleich von voll. Hier ist noch Müll drin vom Turn. Und noch Süßigkeiten vom Fußball. Ach, Müll vom Fußball, so rum. Genau, Süßigkeiten vom Fußball drin. Weil gestern war kein Trainer da, sondern wir Eltern haben das gemacht. Genau. Ja, jetzt packe ich das schnell, damit wir gleich los können. Die Kinder müssen sich jetzt hier mit umziehen im Geräteschuppen oder Geräteraum, weil ich das nicht schaffe, mit denen zu den Unkleinen zu gehen. Nachher. Und dann dauert das so lange, dann können die parallel sich anziehen, während ich aufräume. Soll ich zeigen, wie ich denn so? Warum? Armin, nein, wir bleiben noch hier. Mama sucht noch Sachen zusammen. So, Armin, nein, wir bleiben noch hier. Wir müssen noch Sachen zusammensuchen. So, der Robby bringt immer die Süßigkeiten. Da haben wir hier was zum Mitnehmen diesmal. Das haben wir sonst nicht. Butterkekse habe ich schon unten in der Tasche drin. Mami. Ja, jetzt suche ich noch Sachen zusammen, die ich benutzen möchte. Wie zum Beispiel das Tuch als Karussellfahren nachher. Ich habe meinen alten Bus zu Hause gefunden. Ja, dein Tuch hast du gefunden. Und dann dachte ich, nehmen wir mal die Wippe. Die nehmen wir auch mal rein. Die hatten wir jetzt schon länger nicht. Ne? Mama. Das lege ich mir da hin und dann kann ich das nach dem Singen reinholen. Okay. So, Robby, willst du tragen? Okay. Ja. Gut. Ja, okay, dann können wir jetzt runtergehen, weil wir nehmen die anderen Kinder dann nachher mit hoch, wenn die vorige Gruppe nämlich hochkommt, ne? Und hier? Türklinke. Und Spielzeug auch, ne? Ja, du, Jimmy hat ein Dino-Buch gemacht. Ami hat ihr Buch.
Genau, weil wir die anderen Kinder mit runternehmen, also hochnehmen. Aber es ist noch gar keiner da. Wir sind bis jetzt allein. Ja, trotzdem. Ja, es sind noch 13 Minuten, bis es startet. Die andere Gruppe kommt. Wo ist der Tasche? Oben. Die brauche ich ja nicht mit runternehmen, wenn wir sie gleich mit in die Halle nehmen. Die ist oben im Gerätraum. Na? Dann gehen wir. Kevin hat mir die Uhr gegeben. Da ist er heute dann nicht gehen mit wir nochmal dort rein, wo ihr gerade ist. Genau. Turnen ist vorbei. Einmal alles rübertragen. Genau. Okay, Turnhalle haben wir. Alle Fenster zu. Alles abgeschlossen in den Garagen. Jetzt gehen wir einmal runter. Die Tasche ist hier vorne am Geräteschuppen. Jetzt gehen wir runter, machen unten alles Licht aus und dann machen wir in Ruhe den Raum hier vorne. Das Brett müssen wir mitnehmen, das muss neu gemacht werden. Hol mal das Handtuch, du hast ja alles nass gemacht. Hol mal das Handtuch aus der Tasche. Nein. Sag nicht nein. Hier, Schnuggi. Mama, du bist mal. Ich habe immer... Ja, genau, das muss neu gemacht werden. Weil hier werden ja die Kästen drauf transportiert und die Balken sind auch gerade völlig falsch drauf. Die müssen längs drauf, weil sonst kann man das nicht richtig transportieren. Das war gerade ganz wackelig. Guck mal, die Schrauben sind auch alle nicht richtig. Nicht anfassen bitte, dass ihr euch wehtut. Unten gucken auch die Schrauben raus. Ja? Nein? Finger weg? Warum? Habe ich gerade gesagt, damit ihr euch nicht wehtut. So, jetzt gehen wir einmal runter und machen überall Licht aus. Wir machen so lange hier die Tür zu. Geht schon mal runter, ich komme hinterher. Okay. Hello? Ich soll nach hier. Dürfte keiner mehr da sein, ne? Okay. Ja, jetzt schließen alle. Da Kiko. Kiko. Hier ist Licht aus. Hier auch. Müssen wir noch hier. Genau, perfekt. Super. Gehen wir mal hoch. Mama guckt nochmal hier. Hier ist noch Licht an. Okay, haben wir. Badezimmer. Perfekt, hoch mit euch. Da ist aus. Ist aus. Ist aus. Guck mal, hier im Bad ist noch Licht an, Jenny. Da kannst du ausmachen. Da. Ja. Ja. Ja, und den anderen noch. Geh mal rein in den Vorraum von dem Bad. Da ist auch noch ein Lichtschalter. Guck mal links. Da müsste ein Lichtschalter sein. Hier. Genau, hast du? Perfekt. Super. Okay, jetzt können wir hochgehen. Okay, komm her. Jetzt steht hier alles. Das muss ich natürlich alles ordentlich verräumen. Ich sage den Eltern immer, die sollen das hier vorne reinstellen. Jimmy zieht sich schon um. Sehr gut. Mami. Ja? Amelie schaukelt nochmal, ja. Amelie kann das nicht so gut. Aber du kannst schon mal die Schuhe ausziehen. Also ich meine nicht das Schaukeln, sondern das Anziehen. Das übt sie ja noch. So. Jetzt wollen wir mal, ne? Ran an die Arbeit. Ich bin fix und fertig. Aber wir haben es geschafft. Alles ordentlich. So. Jetzt kann ich hier die Tür abschließen. Jamie hält schon die Tür offen, aber die ist schon draußen balanciert. Und dann müssen wir das Rollbrett noch wegbringen und eben zum Bäcker. Ich habe zwar heute gearbeitet, aber ich habe Brot vergessen zu kaufen. Warte bitte noch, komme! Los, beeil. Wir sind wieder zu Hause. Ich habe für jeden ein Brötchen mitgenommen. Ja, Geschirr steht noch hier, weil nach der Arbeit haben wir nur gegessen. Ich habe die Spülmaschine noch nicht ausgeräumt und die Pfannen von gestern Abend noch nicht weggeräumt. Genau, das muss ich noch machen. Ja, leider ist auch schon eingerissen, diese Plastikdinger. Ich habe meine Stoffbeutel in der Handtasche. Das heißt, wir haben es in Plastik einpacken lassen. Naja, es macht nichts. So, jetzt esse ich Brötchen. Die Kinder haben es schon im Auto gegessen, während wir das auf dem Weg waren, um das Rollbrett wegzubringen. Genau. Ich bin richtig fix und fertig. Wir haben jetzt kurz nach 6. Die Kinder haben ja jetzt Gott sei Dank gegessen. Ich esse jetzt was und dann geht es für die Kinder auch ins Bett. Die dürfen jetzt gerade ein bisschen mit Papa kuscheln. Dann geht es da nicht so gut in Kevin. Hinter mir seht ihr die ganzen Marmeladengläser. Die muss ich noch beschriften. Die haben wir alle vor ein paar Tagen gemacht, die Marmelade. Und ich wollte noch den Balkon euch zeigen. Geht jetzt gerade nicht, weil ich nur in Unterwäsche bin. Mir war so warm.
Genau, BH habe ich jetzt angelassen, sonst hätte ich ihn eigentlich auch ausgezogen, wenn ich nicht filme und wenn ich nicht joggen gehen würde gleich noch. Aber wenn die Kinder schlafen, gehe ich noch joggen, immer so ab 8 Uhr, sonst ist es eh zu warm. Ich glaube, 4-mal bin ich jetzt wieder gewesen. Ich schaffe 1 Kilometer, mehr nicht. Aber Übung macht den Meister jetzt, ne? Ich werde immer besser. Außerdem muss man auch beachten, ich habe immer Fußschmerzen. Gründe sind immer verschiedene. Seitdem ich wieder arbeiten gegangen bin, jetzt seit der Schwangerschaft von Amelie, weiß ich auch nicht, ist der Boom drin mit den Füßen. Ich habe wohl einen anderen Hormonhaushalt, weshalb ich ständig irgendwelche Krankheiten dran habe. Es sind Begriffe bei halt, die ich gar nicht kenne. Und das ist so ätzend. Naja. So, jetzt schaue ich mal. Die vegane Wurst haben wir, glaube ich, nicht mehr. Was mache ich drauf? Vielleicht Frischkäse. Schön erfrischen. Frischkäse und Erdbeermarmelade drauf, glaube ich. Wir haben ja genug. Von 4 Kilo Erdbeeren haben wir gemacht. Ja. In der Abenteuerbucht. Bürgermeisterin Gutherz und Frau Fröhlich frühstücken in Herrn Pfeffers Restaurant. Dieser Honig ist so lecker, schwärmt Frau Fröhlich. Unglaublich gut, meint auch Bürgermeisterin Gutherz und wendet sich an Herrn Pfeffer. Wo kommt jetzt geht's zum Joggen. Renu. 0,81 an Distanz. 6 Minuten 37. Ich habe Ende der Straße erst, weil da tausendmal vibrierte und ich starten wollte, weil er nicht mit dem Handy verbunden war. Na. Aber das war nur unsere Straße. Ja gut. Dann müsste es aber trotzdem unter 7, weil ich denke mal, bis Ende der Straße 20 Sekunden. Ja. Dann bist du unter 7 Minuten. Ey, da nimmt es ja immer mehr Tempo mit. Bin ich stolz. Gott, ich bin fertig. Ich werde jetzt mal schneller. Sie hat leider die Straße von uns nicht gezählt. Frisch geduscht. Ich dusche mir kalt, Kevin wollte da nicht mit. Er geht jetzt duschen dann. Ich zeige euch dann den Balkon. Ich bin fix und fertig. Aber es fühlt sich im Moment ziemlich gut an. Ich hoffe, dass ich es durchziehe mit dem Sport. Weil Gimondo machen wir im Moment zum Beispiel nicht mehr. Ja. Immer wieder Flauten mit Sport. Aber man muss ja dranbleiben. Und Jordan hatte ich schon vor Kevins Zeit gemacht. Da war ich echt in Topform. Da bin ich 5 Kilometer gejoggt. Immer zum Stall hin, aber das habe ich schon öfter erzählt. Immer zum Stall hin. Dann die Box gemacht, Weide abgeäppelt und
Pferd geputzt und bin geritten. Reiten ist übrigens nicht nur auf Pferd sitzen und nichts tun, sondern es ist harte Arbeit, man schwitzt dabei. Und dann bin ich wieder umgezogen, dann mache ich Sportsachen rein, also Reitsachen aus, Sportsachen an, wieder zurückgejoggt, 5 Kilometer. Ja. Jetzt, wo ich die ersten Male immer nur gerannt bin, schaffte ich immer nur bis Ende der Straße. Jetzt schaffe ich, wie gesagt, 1 Kilometer unter 7 Minuten. Also ich steigere mich enorm. Heute das 5. Mal joggen. Bin sehr stolz. Ja, jetzt ab auf den Balkon. Der Sandkasten kommt noch hier hin. Wir müssen noch Grünspan wegmachen. Der ist noch drin, der Sandkasten. Dann kommt der Sand da rein. Der steht dann da. Blumenerde brauche ich noch für eine Blume, die ich umtopfen muss. Hier sind Tisch und Stühle, Sonnenschirm, da Sandspielzeug in einer schicken Kiste von Action. Genau. Der Vogel aus dem Kick. Die Koala aus dem Augsburg. Hier war noch Wasser drin vom Planschbecken. Der Grill. Und die Kästen zeige ich immer ohne sprechen, weil Nachbarn drüben sind. Zeig noch mal so. Die Katze sieht so gut aus. Okay, die kleine Erdbeere kriegt Jamie eine Brotdose. Ich mach mal die Tür an, weil Kevin einen Livestream anhat am Fernseher. Genau, ich kümmere mich jetzt um die Küche. Damit das alles fertig ist, dann mach ich die Brotdose erstmal alles hier wegräumen. Die Bonbons, die aufgerissene Tüte von gestern vom Fußball, liegt auch noch auf dem Herd. Da muss ich die in so ein Supertütchen tun. Ich meine, ich habe noch welche. Genau. Die hatte ich doch für die Puzzle gekauft. Das ist perfekt für Fußball, jetzt für die Bonbons. Dann kann man auch besser durchgucken und die Kinder können sich eine Farbe aussuchen. Genau. Ja, jetzt machen wir erstmal das Chaos weg. Geben das, wie gesagt, duschen. Ich reiße in der Zeit hier Fenster offen, deshalb stehen auch noch die Sachen von der Fensterbank da. Wir lüften halt immer wieder. Oh ja, ich bin so fertig. Das ist immer so stressig. Wir haben 20 nach 8 jetzt. Und so wirklich Pause hatte ich nicht. Also klar, wenn ich gegessen habe, habe ich gesessen. Ich habe jetzt einmal Abendbrot gegessen und einmal Mittag gegessen. Aber ist das irgendwie. Ich freue mich, wenn ich gleich auf der Couch sitze. Die Küche ist fertig. Ich kümmere mich jetzt um meine Arbeitssachen. Kleidung hinlegen von morgen früh. Die lege ich ja immer über den Stuhl im Wohnzimmer. Tabletten dahin, also Schilddrüsentablette, Trinkflasche hin. Genau. Zettel hinlegen, dass ich an die Brotdose denke, weil die ist ja im Kühlschrank. Und mein günstiges Aktimel nehme ich immer mit zur Arbeit. Und wenn die ersten Hungererscheinungen kommen morgens, weil ich esse auf Arbeit mehrmals. Ich nehme meistens auch mehr als eine Brotdose mit. Heute waren es 3. Die ersten Hungererscheinungen kommen dann meistens so um 5:30 rum. 5:30 rum. Weil um 5 bin ich ja schon auf Arbeit. Dann trinke ich dieses Actimel und ich habe keinen Hunger mehr. Genau, und dann fängt das so um 6:30 wieder an. Dann kriege ich wieder Hunger und dann futtere ich die erste Brotdose. Heute war es eine ganze Paprika. Die erste und die zweite Brotdose waren dann Erdbeeren. Genau, und in der dritten war dann Brot drin mit Frischkäse und ein Brot mit Marmelade, was Amelie gestern Abend unbedingt zum Abendbrot wollte und dann doch nicht gegessen hat. Das habe ich mir dann eingepackt. Die steht in meinem Schrank. Ich habe ganz vergessen, weil der Tag heute so stressig war, mich bei euch zu bedanken. Ich habe 900 Abonnenten geknackt. 900. Ey, überlegt mal. 900, das ist
so viele Menschen. Unglaublich. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. 900 Menschen, also es ist so viel für mich. Für die Szene natürlich klein, ne? Für die YouTube-Bubble ultra wenig. Für mich super viel, weil überlegt mal, 900 Menschen, die würden jetzt hier vorm Haus stehen, weil in eine Wohnung passen, gehe ich rein. Wie viele das wirklich sind und manche sind ja schon Jahre dabei. Ich liebe den Kontakt, ihr schreibt mir ja auch bei Instagram. Da heiße ich genauso wie hier übrigens. Genau, und auf meiner Bucketlist steht ja immer der Wunsch seit Jahren, 1000 Abonnenten zu knacken. Und bei 1000 werde ich auch wieder was verlosen. Genau, jetzt mache ich hier gerade noch so ein Pröbchen, was ich bekommen habe in einem Paket. Mein Gott, das ist aber echt wenig. Was soll denn das für ein Babygesicht halten, oder was? Ach ja. Riecht aber gut. Muss ich gleich gut verteilen, weil nicht viel drin ist. Ja, ich würde gerne auch das Video dann hier an der Stelle beenden. Also wirklich vielen, 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 vielen Dank, dass ihr so zahlreich neu erschienen seid. Wenn ihr Fragen habt, fragt sie in die Kommentare. Wenn es einige mehr sind, würde ich ein Q&A drehen. Ansonsten beantworte ich sie in den Kommentaren. Genau. Weil bei so einer Menge, die neu sind, kann es schon mal sein. Ich glaube, das letzte ist drei Monate her, das letzte Q&A. Genau, so, mehr ist nicht drin. Dann muss ich leider neben euch gucken, weil ich da mich spiegeln kann. Weil mein Spiegel ist ja offen, ne? Ihr steht ja im Schrank. Sehr angenehm. Creme and Mask. Kann auch sein, dass ich das dann nicht abwaschen muss. Weil es fühlt sich auch eher an wie eine Creme. Das riecht unheimlich gut. Anwendung abends auf die gereinigte, tonsierte Gesichtshaut auftragen und einziehen lassen. Brauche ich nicht abwaschen. Super, dann ist es so ein Nachtcreme und Maske. Also ich bin sehr gespannt. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Feuchtigkeit bei dem Wetter. Ja. Ja, also wirklich nochmal danke, 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 danke für euch. Einfach, dass ihr da seid, weil ohne euch würde es mich nicht geben. Dann hätte ich schon den Spaß verloren. Dieses Schreiben mit euch und die Kommentare auch. Ja, wirklich danke. Bis zum nächsten Video. Tschüss.